komme aus einer muslimischen Familie. Meine Eltern kommen aus der Türkei, gehören der Mehrheitsströmung im sunnitischen Islam an. Aber meine Identität wird nicht nur durch die Religion geprägt. Zu meiner Identität gehört auch das Schwäbisch-Schwätzen, gehört der VfB Stuttgart dazu, gehört die grüne Parteienfamilie dazu. Also da gehören ganz viele Faktoren dazu. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Also wenn auch Seehofer gesagt hätte, die Salafisten gehören nicht zu Deutschland, die Wahhabiten gehören nicht zu Deutschland. Ein Islam, der sich über alles andere stellt und Alleinvertretungsanspruch ableitet und davon ableitet, dass er Frauen sagt, wie sie zu leben haben oder anderen. Ein solcher Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die steht außerhalb der Diskussion, die muss jeder akzeptieren, der hier glücklich werden will und hier auf Dauer leben will. Vor kurzem ist das Buch Islam und Bildung auf dem Weg zur Selbstverständlichkeit erschienen. Und wir haben in diesem Buch ein Vorwort von Cem Özdemir. Und ich freue mich, dass Herr Özdemir heute die Zeit gefunden hat, mit uns ein kurzes Interview zu machen. Sehr gerne. Guten Tag, Herr Özdemir. War mir ein Vergnügen und Glückwunsch zum Buch. Vielen Dank. Herr Özdemir, Islam ist natürlich ein Riesenthema. Wir versuchen es heute mal ganz kurz zu machen. Wenn Sie mal vielleicht drei Dinge nennen könnten, die jeder Deutsche über den Islam wissen sollte. Oder jeder in Deutschland, muss ja nicht Deutscher sein, jeder in Deutschland über den Islam wissen sollte. Was würden Sie da sagen, was ist relevant? Erstmal ist, glaube ich, das Wichtigste, dass es den Islam nicht gibt, so genauso wenig wie es die Christen oder die Juden oder die Buddhisten gibt, gibt es die Muslime, es gibt verschiedene Konfessionen, es gibt verschiedene Rechtsschulen, es gibt Praktizierende, Nicht-Praktizierende. Sie sind jetzt gerade hier bei der Veranstaltung, wo ich gleich ein Grußwort halten werde, bei den Aleviten. Die haben eigene Gotteshäuser, die Jamhäuser. Für die sunnitischen und schiitischen Muslime gibt es die Moschee. Also daran sieht man schon eine immense Vielfalt. Das sollte man wissen. Das Zweite ist, dass man, glaube ich, wissen sollte, dass man nicht alles mit dem Islam erklären kann. Ich komme aus einer muslimischen Familie. Meine Eltern kommen aus der Türkei, gehören der Mehrheitsströmung im sunnitischen Islam an. Aber meine Identität wird nicht nur durch die Religion geprägt. Zu meiner Identität gehört auch das Schwäbisch-Schwätzen, gehört der VfB Stuttgart dazu, gehört die grüne Parteienfamilie dazu. Also da gehören ganz viele Faktoren dazu. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Und das Dritte ist, wir sollten Religion nicht als statische Prozesse betrachten, so wie das Christentum ja auch einen langen Weg hinter sich hat, wenn man an die Kreuzzüge denkt, wenn man an die Hexenverbrennungen denkt, wenn man an den Kampf der Trennung Staat und Religion denkt. So ähnlich ist es im Islam, dass es da genau die gleichen Kämpfe gibt in der sogenannten islamischen Welt. Und wenn man das alles betrachtet, dass Dinge veränderbar sind, so wie Menschen Dinge in die eine Richtung beeinflussen, können sie auch nicht aus Gegenteil machen. Okay, das leuchtet ein, dass gerade diese Veränderungsdynamik Zeit braucht. Die nächste Frage, die ich gerne stellen würde, ist die umgekehrt. Was sollten Muslime in Deutschland über Deutschland wissen? Gute Frage. Erstmal sollten sie wissen, dass sie in ein sehr vielfältiges Land kommen. Schauen Sie, ich bin im schwäbischen Bad Urach aufgewachsen, mehrheitlich protestantisch, ein Teil pietistisch, das kennen wahrscheinlich viele gar nicht, das sind bestimmte Strömungen innerhalb des Protestantismus, die sehr konservativ ist. In dem Kindergarten, in dem ich war als Kind, hat meine Mutter immer gesagt, ich soll mich verkleiden an Fasnacht oder Fasching, Karneval sagt man anderswo in Deutschland. So war ich immer fast jedes Jahr als Indianer verkleidet. Ich hatte aber christliche Mitschüler, die durften sich nicht verkleiden, weil die Eltern gesagt haben, das ist heidnisches Brauchtum, das machen nur Katholiken und andere nicht Christen. Also so, das können Sie sich vorstellen, wie ich als Kind da überfordert war. Christen reden so über Christen im selben Land. Aber beides ist ja Deutschland. Man wird ja jetzt nie auf die Idee kommen zu sagen, die, die Fasnacht oder Karneval feiern, sind weniger deutsch wie die, die es nicht feiern oder umgekehrt. Also es zeigt doch unsere ganze Vielfalt, die wir haben. Da gehört unsere Mundart dazu und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, dass man Deutschland nicht versteht ohne unsere Geschichte. Unsere Geschichte gehört Goethe, Schiller, Lessing und viele ganz großartige Dinge, aber eben auch der Tiefpunkt der Geschichte, die Shoah oder der Holocaust, das, was zwischen 1933 und 1945 passiert ist. Und wenn man das nicht weiß, versteht man nicht, woher auch die Grundüberzeugung jedes Deutschen sein müsste und hoffentlich dazu gehört,
dass für uns klar ist, Antisemitismus in keiner Schattierung ist akzeptabel, so wie Rassismus nicht akzeptabel ist in keiner Schattierung. Und davon abgeleitet das Existenzrecht Israels, also auf gut Deutsch, wer Bürger dieses Landes werden möchte, muss sich dazu auch bekennen, sonst wirst du hier nicht glücklich. Jetzt waren es drei Fragen, jetzt habe ich lang genug Zeit gehabt zum Nachdenken. Das dritte wäre vielleicht, dass es sich hier um eine großartige Demokratie handelt. Okay. Dass man diese Demokratie mitgestalten kann, sich einbringen kann, von der kommunalen Ebene über das Land bis zum Bund. Wir haben hier Wahlrecht, wir haben hier all die ganzen schönen Dinge, für die Menschen anderswo ihre Gesundheit riskieren, manchmal sogar ihr Leben riskieren. Das gibt es hier, also nutzen. Okay, jetzt haben Sie als zweites gesagt, dass Muslime sich auch mit der Geschichte Deutschlands, auch mit den dunklen Kapiteln sozusagen auseinandersetzen sollten. Da gibt es ja manchmal oder zurzeit immer mal wieder Vorschläge, dass man sagt, man müsste eigentlich so einen Besuch in einem Konzentrationslager sozusagen als Bestandteil von Integrationsmaßnahmen verbindlich, obligatorisch machen. Umgekehrt gibt es auch Forderungen, dass man sagt, man müsste eigentlich Integrationskurse nicht für die nach Deutschland kommenden, sondern für die in Deutschland Einheimischen machen, damit die sozusagen in Richtung Integration sich stärker öffnen oder sich mit der Problematik besser auseinandersetzen. Was halten Sie von solchen Vorschlägen? Also erstmal ist ja, die Diskussion deutet ja darauf hin, dass Integration was Anstrengendes ist, dass das nichts ist, was man so nebenher macht, sondern das muss geplant und organisiert werden. Und ja, es kann auch mal schief gehen, es kann auch mal Rückschläge geben. Das muss man auch ehrlich dazu sagen, das ist nicht irgendwie so was, was automatisch immer super gut klappt und von selber, man muss nichts dafür tun. Das haben wir alle in den letzten Jahren und Jahrzehnten gelernt. Aus der Zeit meiner Eltern, als die über das Anwerbeabkommen gekommen sind, kann man sagen, ganz wichtig ist die Arbeit. Das war richtig, dass die Gewerkschaften damals durchgesetzt haben. Gleicher Lohn, ob Deutsch oder nicht Deutsch, das sollte man jetzt auch beibehalten. Also Integration in die Arbeitswelt, so schnell wie möglich schaffen. Auf Schwäbisch sagt man, das Hemd schwitzt nicht von der Leu. Also wenn man arbeitet, schafft, lernt man Leute kennen, kann die Sprache anwenden. Das ist gut so, richtig so. Dazu gehört natürlich für Kinder in die Schule so schnell wie möglich Deutsch lernen. Und da bin ich schon beim zweiten Punkt, die Sprache. Das gilt auch für den Schwabischen Özdemir. Ich musste auch soweit die Schriftsprache lernen, dass wir uns hier gut unterhalten können und draußen verstanden werden. Die deutsche Sprache nicht, weil wir die Leute germanisieren oder sowas, sondern wer die Sprache nicht kann, kann den Kindern beim Elternabend nicht helfen, kann sich gewerkschaftlich nicht organisieren und so weiter. Der dritte Punkt, der hat zu tun mit der Kölner Silvesternacht und mit den Erfahrungen, dass wir die Leute auch vorbereiten müssen auf das Land, in dem sie leben. Dazu gehört die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die steht außerhalb der Diskussion, die muss jeder akzeptieren, der hier glücklich werden will und hier auf Dauer leben will. Dazu gehört, dass Schwule und Lesben nicht diskriminiert werden, dass man Lebensstile akzeptiert und so weiter. Und jetzt zu erwarten, dass die das von selber können, ist sehr naiv, wenn man weiß, dass Menschen aus Ländern kommen, wo Diktaturen herrschen, wo Unterdrückung herrscht. Deshalb kommen ja manche zu uns, wo die Politischen nicht die Guten sind oder eben sie aus einem Land kommen, wo Rassismus und antisemitische Einstellungen vom Staat offiziell gefördert werden, über die Schulen, über die Medien. Also muss man die Menschen vorbereiten. Und da kann das helfen, dass man im Rahmen so eines Integrationskurses auch ein Konzentrationslager besucht oder eine nationalsozialistische Gedenkstätte. Auf jeden Fall muss es in den Schulen so gut behandelt werden, dass auch Kinder mit Migrationshintergrund das als ihre Geschichte annehmen. Das wird jetzt umso schwieriger, weil wir immer weniger Überlebende haben, die in den Schulen darüber berichten können. Aber auch in der interreligiösen und interkulturellen Gesellschaft ist das wahnsinnig wichtig, dass die Kinder was erfahren über das, was zwischen 33 und 45 passiert ist. Nicht nur Einwandererkinder, auch die Kinder der Mehrheitsgesellschaft müssen das wissen. Und die Zahlen, die wir da haben, die sind sehr erschreckend. Ja. Jetzt haben wir ja ausgelöst durch Horst Seehofer erneut, zum dritten Mal, glaube ich, ist wieder eine größere Debatte, gehört der Islam zu Deutschland? Wie würden Sie sich in dieser Debatte positionieren oder wie würden Sie diese Frage, gehört der Islam zu Deutschland, beantworten? Man könnte sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Die Debatte ist ja ein Wiedergänger, wie Sie schon gesagt haben. Die Frage ist ja, was ist damit gemeint und wie trennt man das voneinander? Also wenn Horst Seehofer gesagt hätte, die Salafisten gehören nicht zu Deutschland, die Wahhabiten gehören nicht zu Deutschland. Ein Islam, der sich über alles andere stellt und Alleinvertretungsanspruch
ableitet und davon ableitet, dass er Frauen sagt, wie sie zu leben haben oder anderen. Ein solcher Islam gehört nicht zu Deutschland, aber das können wir dann gleich den Bogen weiterspannen. Das gilt dann bitteschön auch beispielsweise für einen Buddhismus, der gerade in Myanmar Muslime abschlachten lässt, Frauen vergewaltigen lässt. Der gehört hoffentlich auch nicht zu Deutschland. Wir können es gleich weitermachen. In Bosnien-Herzegowina, ein serbisch-orthodoxes Christentum, das Massenvergewaltigungslager für muslimische Frauen errichtet, gehört, glaube ich, auch nicht zu Deutschland. Ein kroatischer Ultranationalismus gehört auch nicht zu Deutschland, der sich dort an diesem Völkermord beteiligt hat, im ehemaligen Jugoslawien. Also Ultranationalismus, Militarismus, religiöser Fundamentalismus gehört nicht in unsere Gesellschaft hinein, egal von welcher Religion. Dass im Islam das gerade besonders populär ist, weil es in bestimmten Regimen massiv gefördert wird und weil wir Bürger aus diesen Ländern bei uns haben, liegt auf der Hand. Also muss man sich damit beschäftigen. Ich würde mir wünschen, wenn Herr Seehofer ein bisschen stärker von der Aufklärung abgeleitet und von den Werten der Französischen abgeleitet argumentieren würde. Wir sind eine Republik und wir sind stolz auf die großartigen Errungenschaften dieser Republik. Und diese Republik ist eine säkulare und dazu gehört, dass keine Religion hier einen Alleinvertretungsanspruch hat und hier den Anspruch erheben kann, dass ihre heiligen Bücher über unserem deutschen Grundgesetz stehen. Das würde ich mir wünschen vom Innenminister, das deutsche Grundgesetz. Da müsst ihr euch halten, woran Sie glauben, ob Sie glauben, wie Sie glauben, geht mich als Politiker nichts an. Sobald wir uns im öffentlichen Raum begegnen, gibt es ein gemeinsames Buch von uns und das ist das deutsche Grundgesetz. Okay, wir haben ja vorher schon kurz angesprochen, auch die Bedeutung, die große Relevanz von Bildung, von Schule. Ein Thema, was im Zusammenhang mit Islam und Schule ja immer auch mal wieder diskutiert wird, ist Religionsunterricht, muslimischer Religionsunterricht. Da haben wir ja gegenläufige Tendenzen, so wie ich das wahrnehme. Auf der einen Seite haben wir die Tendenz, dass christlich-konfessioneller, bekenntnisorientierter Religionsunterricht so ein bisschen in der Kritik steht, weil man sagt, es ist doch besser, die Kinder werden gemeinsam unterrichtet, nicht nach Katholiken und Protestanten und jetzt eben Muslimen getrennt. Auf der anderen Seite haben wir einen Ausbau jetzt in vielen Bundesländern von bekenntnisorientiertem muslimischen Religionsunterricht. Das sind zwei gegenläufige Tendenzen, wo mich interessieren würde, wie Sie die bewerten und was Sie sozusagen als Vorschlag oder als sinnvolle Maßnahme im Bereich Religionsunterricht für die Zukunft sehen. Ich trenne es mal jetzt eine persönliche Meinung von der Rechtslage. Nach der Rechtslage ist es eindeutig, unser Grundgesetz gibt den anerkannten Religionsgemeinschaften dieses Recht. Das kann man gerne ändern, da braucht man eine Zweidrittelmehrheit dafür im Bundestag, im Bundesrat. Wünsche ich frohes Berichten mit der Partei, die das C im Namen trägt. Das wird wohl so schnell nicht passieren. Also macht es Sinn, sich auf Grundlage der geltenden Rechtslage Gedanken zu machen, wie man das weiterentwickeln kann. Aktuell geht es ja um die Frage, die muslimischen Religionsgemeinschaften, die vier großen Dachverbände, ob sie die Bedingungen erfüllen, das tun sie meines Erachtens nicht für die Anerkennung, damit es einen konfessionsgebundenen Religionsunterricht gibt. Da haben sie noch einen langen Weg vor sich. Warum tun sie das nicht? Weil sie im Kern immer noch Auslandsvertretungen sind, beispielsweise in der Türkei, das gilt für TTIP sehr offensichtlich, der lange Arm Erdogans geht da eben halt dann über TTIP bis in jede Moschee hinein. Selbst die Frage, welcher Vorstand da gerade welche Arbeit macht, wird ja im Endeffekt ausgerichtet danach, wie man zu Ankara steht. Und das geht natürlich nicht. Das kann kein Land sich gefallen lassen. Mein Wunsch wäre es eigentlich, dass sie sich abnabeln, zu inländischen Organisationen werden, von in Deutschland lebenden Muslimen. Und dann kann man und muss man sich selbstverständlich auch unterhalten über die Frage, ob sie die Voraussetzungen erfüllen und was dann danach folgt. Vielleicht abschließend zu dem Punkt würde ich sagen, was ich mir in jedem Fall wünsche, ist, dass unter dem Dach unserer Schule, und zwar egal, wie man zur Religion steht, ich selber praktiziere nicht, es gut ist, wenn man was erfährt über die Religionsgemeinschaft, der man entstammt, aber auch über andere Religionsgemeinschaften. Schauen Sie, die Frage Genesis 1, Genesis 2 ist für die Frage der Schöpfungsbewahrung eine unglaublich spannende Debatte, wenn man versteht, woher kommt das, wie wir wirtschaften auf dieser Erde. Man versteht, die Grunddebatte, ist die Erde den Menschen untertan oder sollen wir sie hegen und pflegen? Die Frage, ob ich ein heiliges Buch mit dem Wissen von heute an dem Ort, an dem ich lebe, interpretieren darf oder ob mir das verboten ist, weil die Verbalinspiration gilt. Das heißt, das heilige Buch kommt von oben und so wie es im 7. Jahrhundert geschrieben wurde, genauso ist es gemeint. Und wenn da halt die Zahnbürste nicht erwähnt ist, darf ich keine Zahnbürste benutzen.
Aber komischerweise ein Mobiltelefon, das da glaube ich auch nie erwähnt wurde, das darf ich benutzen, weil es ist doch alles widersinnig. Also muss ich die Debatte, die ich von meinen großartigen Religionslehrern im evangelischen Religionsunterricht gelernt habe, historisch-kritische Exegese, also darf ich das auslegen, darf ich das interpretieren? Das ist eine Debatte, die ist extrem wichtig und die muss geführt werden in unseren Schulen, damit wir die Interpretationshoheit darüber, wie die heiligen Bücher zu lesen sind, weil die kann man ja so oder so lesen, das gilt übrigens für jedes heilige Buch, siehe die Bibel, das Weib aber schweige in der Gemeinde, das Pauluswort, solche Zitate finden Sie in allen heiligen Büchern, wenn Sie es wollen. Ja. Sie können aber natürlich auch das Gegenteil rauslesen, Sie können auch die Bergpredigt rauslesen. Also es ist immer, was Sie lesen wollen, finden Sie im heiligen Buch. Darum ist es wichtig, dass wir die Leute damit nicht alleine lassen, sondern der Staat in seinen Schulen einen Rahmen bietet, wo das stattfinden kann. Ob das in der Religionsunterweisung ist, im Religionsunterricht ist, das ist mir ja schon zweitrangig. Wichtig ist mir, wir alle sollen etwas wissen darüber, was es mit den Religionen zu tun hat, und zwar nicht nur mit der eigenen, sondern auch mit anderen, damit wir die Instrumente an die Hand bekommen, wenn uns andere, manchmal sind es ja die eigenen Eltern, manchmal sind es die Medien, manchmal sind es die Nachbarn, manchmal ist es ein Erdogan oder wer auch immer, die einem erzählen, die anderen sind böse, sind alles Feinde, und wer woanders was anderes glaubt, ist schon ein ganz böser Mensch, dass wir dem was mit Wissen entgegensetzen können. Herr Özdemir, ich danke Ihnen sehr für diese pointierte Stellungnahme zum Thema Islam und Bildung. Mehr zu diesem wichtigen und für die Zukunft relevanten Thema steht in diesem Buch Islam und Bildung, von mir und meinem und unserem Lehrbeauftragten aus Spelen herausgegeben. Und die Aspekte, die jetzt hier angerissen wurden, werden hier alle vertieft. Ich kann es nur empfehlen.